Die meisten Deutschen haben ja jetzt begriffen, dass wir wirklich alle Abstriche machen müssen. Einige in Deutschland leben von Abstrichen ja auch gar nicht so schlecht. Gesundheitswesen, der nächste Sumpf, meine Damen und Herren, die Gesundheitsreform, alle sind völlig entsetzt. Es trifft ja nicht die Ärzte allein. Die Ärzte sind nur die Einzigen, die sich Demonstranten leisten können. Nein, auf jeden verhungerten Arzt. Und den Satz habe ich seit 16 Jahren im Programm, meine Damen und Herren. Seit 16 Jahren gibt es Praxissterben in Deutschland. Gehen Sie mal in die Bücherei, alte Zeitungen lesen. Seit 16 Jahren verhungern die niedergelassenen Ärzte in unseren Zeitungen. Das ist auch ein zähes Pack, kann ich Ihnen sagen. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent. In dem System wird gelogen, was das Zeug hat. Jetzt kommen sie uns mit Ärztemangel, machen uns alle verrückt. Wir haben Ärztemangel, Ärztemangel. Wir hatten noch vor 14 Jahren Ärzteschwemme. Können Sie sich erinnern? Alte Zeitungen lesen. 1993 hatten wir Ärzteschwemme. Seit 1993 haben wir etwa 12.000 niedergelassene Ärzte mehr, trotz Praxissterben. Und 12.000 Krankenhausärzte mehr. Wir haben 24.000 Ärzte mehr und jetzt haben wir keine Schwemme mehr, jetzt haben wir Mangel. Wir haben einen Mangel durch mehr. Sehen Sie, um das begreifen zu können, müssen Sie jetzt wieder Arzt sein, sonst kommen Sie an die Medikamente nämlich gar nicht ran. Wir haben pro 1000 Einwohner mehr Ärzte als die Schweiz und mehr Ärzte als Dänemark. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Jetzt sagen Sie, das sind unterentwickelte Drittweltländer, da will keiner leben. Wir haben auch pro 1000 Einwohner dreimal so viele Apotheken wie Dänemark. Dreimal so viel. Sie haben in jeder Fußgängerzone mehr Apotheken als Metzger, oder? Ja, kriegen Sie Fleisch auf Rezept? Aber Apotheker, das sind ja FDP-Wähler, das sind die, die für die freie Marktwirtschaft kämpfen. Bei Fleisch, bei Brot, bei Lebensmitteln, nur bei Medikamenten, da wollen die Festpreise, ist ja klar. Das System ist so krank, meine Damen und Herren. Es gibt die Ärzte, sie sind da, sie sind nur falsch eingesetzt. Auf dem Land will es keiner mehr machen. Landarzt, das ist nur im ZDF romantisch. In Wirklichkeit sind die ganz schlecht bezahlt, weil Hausbesuche müssen die machen. Mit weiten Anfahrten, für Hausbesuche kriegen sie kein Geld. In der Klinik will auch keiner mehr arbeiten, alles unter Chefarzt ist der Ausbeutung heutzutage. Die wollen eine Praxis haben in der Großstadt. Eine schöne Praxis, am besten eine radiologische Praxis mit einem Computertomographen. Das sind die bestverdienenden Ärzte im Schnitt. Radiologen. Die Patienten gar nicht zu Gesicht bekommen. Das ist der Jackpot. Computertomograph. Leute in die Röhre schieben, wieder rausholen. Sie haben nichts, aber schön, dass sie mal da war. Das ist Medizin, die Spaß macht, meine Damen und Herren. Und wenn sie was haben, behandelt er sie auch nicht weiter. Der schickt sie irgendwo hin. Der Arzt, der nur Fotos von Ihnen guckt, der verdient das meiste Geld. Super System. Eine Praxis in der großen Stadt, davon träumen die Ärzte alle. In den großen Städten haben wir Praxen ohne Ende. Laufen Sie durch die großen Städte Deutschlands, spucken Sie irgendwo hin, Sie treffen immer ein Praxisschild. In Düsseldorf haben wir Stadtteile, da gibt es mehr Kardiologen als Menschen mit Herz. Und das Schicksal der Zahnärzte, das rührt die Nation dann zu Tränen. Zahnärzte, das sind die allerärmsten Schweine. Mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei sparen wir bei Einsparungen gerade in dem Bereich doppelt, auch langfristig. Das haben die Politiker ja auch erkannt. Am weitesten geht die FDP, man muss es ehrlicherweise sagen. Die FDP sagt ja, nicht die private, sondern die gesetzliche Krankenkasse muss abgeschafft werden, sagt die FDP. Denn das ist eine Zwangsversicherung. Der Westerwelle sagt, man kann einen mündigen Bürger nicht zwingen, sich zu versichern zu denselben Konditionen wie alle anderen auch. Jeder müsse frei entscheiden können, ob er sich versichert, sagt der Westerwelle. Wenn ja, welchen Körperteil für wie viel? Das können Sie mit der privaten Kasse ja frei aushandeln. Das macht für FDP-Wähler sehr viel Sinn. Sehen Sie, FDP-Wähler zum Beispiel benutzen ihren Kopf so gut wie nie. Das ist ja jetzt rausgeschmissen Geld, was soll da kaputt gehen? Wer bietet auf Vakuumversicherungen an, habe ich mich immer schon gefragt. Für einen FDP-Wähler reicht eine Torso-Versicherung völlig aus. Und der Chef-Torso, also der Westerwelle, der hat...
Der hat auf einem FDP-Parteitag wörtlich gesagt, gerade im Zahnersatzbereich, das wäre purer Sozialismus in Deutschland. Und er hat nicht so Unrecht. Schauen Sie sich doch mal um in diesem Land. Hier haben doch wirklich die meisten Menschen alle Zähne im Maul. Das ist doch diese typische sozialistische Gleichmacherei, oder? Waren Sie mal in den USA in Urlaub? Im Land of the Free? Waren Sie mal auf Kreta, in der Türkei? Südfrankreich, Portugal, überall auf der Welt laufen die alten Menschen sehr viel individueller rum als hier. Das ist doch die Romantik, die wir Deutschen als wirtschaftliches Schlusslicht Europas im Urlaub suchen. Wie sieht das denn aus auf Kreta? Überlegen Sie mal, auf Kreta so ein schöner alter Olivenhain mit diesen krüppeligen Olivenbäumchen und dann so ein altes Ömmerken, ganz gebeugt, wie man es von der Postkarte kennt. Ne? Die ganze in schwarz mit dem Krückstock, ne? Unter dem Olivenbaum und dann lächelt die in ihre Kamera und hat ein komplettes Gebiss, das sieht doch scheiße aus. Da ist doch die Romantik im Eimer. Der Westerwelle will die Romantik zurückholen nach Deutschland, wo sie hingehört, meine Damen und Herren. Der will ihnen den Flug ersparen. Und wenn das mit dem Klimawandel funktioniert, kommen die Olivenbäume hinterher. Der Westerwelle sagt, jeder muss frei entscheiden können, was er mit dem Geld macht, das ihm zur Verfügung steht. Und das wird auch immer wichtiger werden. Sie werden da immer weniger haben. Wenn Sie heute in Rente gehen, und Sie haben 35 oder 40 Jahre lang als Verkäuferin oder Sekretärin gearbeitet, da gehen Sie mit etwa 850 Euro im Monat in Rente. Das ist eine realistische Zahl. 850 Euro im Monat Rente. Da machen Sie erstmal ein Fass auf, oder? So, dann kündigen Sie am besten Ihre alte Wohnung und ziehen in das Fass. Denn jetzt kommt 10 Jahre lang keine Rentenerhöhung, hat der Münter versprochen und ein Versprechen müssen die halten. Dafür 10 Jahre lang Preissteigerung, 2% Inflation jedes Jahr im Schnitt. Was das nach 10 Jahren an Kaufkraftverlust bedeutet, können die meisten Deutschen zum Glück gar nicht mehr ausrechnen. PISA hat ja nicht nur Nachteile. Ich sage, PISA steht für Peace. Was meinen Sie, was in diesem Land los wäre, wenn mehr Menschen begreifen würden, was hier los ist? Was Sie gerade wieder mehrheitsmäßig bewiesen haben. Wenn Sie dann wirklich nur noch so wenig Geld haben, meine Damen und Herren, da wollen Sie doch nicht, dass der Staat Ihnen Vorschriften macht, an welchen Tagen Sie heizen, an welchen Tagen Sie essen. Das wollen Sie doch individuell handhaben. Der eine sagt, ein Tag heizen, ein Tag essen, ein Tag heizen, ein Tag essen. Der andere hat es gerne am Wochenende warm. Ja, bitteschön. An den Tagen, wo Sie nicht heizen können, sind Sie froh, wenn Sie keine Zähne haben, brauchen Sie nicht zu klappern. Andere diskutieren auf dem Steinbrück-Niveau. Die sagen, fahre ich dieses Jahr wieder mal in Urlaub? Oder lasse ich mir die Zähne machen? Sie können doch zum Ballermann fahren, da ist alles mit Strohhalm. Da brauchen die Träger. Und dann sparen wir langfristig nochmal bei den indirekten Kosten. Wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, da können Sie nicht mehr alles beißen, oder? Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja auch mal vorgesehen war. Ja, gute Frau, Ihr Herrgott wird sich da was bei gedacht haben. Die Beine fallen Ihnen ja auch mit 60 nicht aus. Nicht mal bei schlechter Pflege. Wenn Sie nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, kommen Sie doch mit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus. Man sagt, im Jahr 2030 kommen auf einen Leistungsträger 2 Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Hm?